einmal kurz genießen, dieses Bild hier. Es ist so wunderschön. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ganz kurz zu der Banane hier, Musa tropicana. Sie heißt nicht so, das ist halt so, ja, so ein, ja, wird im Handel halt so gehandelt, nicht wahr? Welche Sorte das genau ist, kann ich euch leider nicht sagen. Steht ja nicht drauf, ist de facto so. Aber warum ich sie euch zeige, natürlich um zu zeigen, wie sie sich entwickelt und vor allen Dingen, um euch mal die Erde zu zeigen. Also man sieht, sie ist jetzt heller geworden. Klartext, sie ist auch ganz leicht geworden, ist noch nicht ganz ausgetrocknet. Es ist Zeit, sie wieder zu gießen. Wir gießen diese Zwergbanane immer von unten im Tauchverfahren. Das heißt, also ich gieße den Untersetzer jetzt hier voll. Naja, relativ voll, sonst plüdere ich mir hier zu viel. Und dann lasse ich die Pflanze so lange drin stehen, bis sie das Wasser aufgesogen hat. Bei den meisten Pflanzen ist es so, dass sie das innerhalb von ein paar Sekunden machen. Bei der Banane ist das nicht so, komischerweise. Woran das liegt, weiß ich nicht. Es kann durchaus sein, dass die Banane hier einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag in dem Untersetzer drin stehen bleibt. Und dann ist sie tatsächlich erst voll gesogen. Ist aber nicht so schlimm. Einen Tag kann man sie ruhig mal in der Matsche stehen lassen. Ist nicht so tragisch. Den Rest gießen wir dann dementsprechend wieder weg. Und dann ist sie erstmal für eine geraume Zeit versorgt. Bei der Hand haben wir das also wirklich so von unten zu gießen, damit die Erde im oberen Bereich dementsprechend trocken bleibt. Der Banane bekommt das sehr gut. Und ich habe diesmal Dünger mit reingepackt. Und ich habe auch mal Leitungswasser benutzt, dass wir das so ab und zu auch mal mit Leitungswasser machen. Also nicht nur mit Osmosewasser, sondern mit Leitungswasser. Ab und zu gieße ich die Pflanze natürlich auch. Man muss so ein bisschen, ne, mal hiervon, mal davon. Nicht zu viel hiervon, nicht zu viel davon. So, ganz kurz nochmal gezeigt. Im letzten Film hat man es ja schon gesehen. Die Mini-Chili hier in der Hydroponik im Wasser. Vor 8 Tagen hatten wir sie gemeinsam rausgenommen, neues Wasser genommen, das Ganze aufgedüngt mit Vuxal-Blütenprachtdünger. Und heute sind noch 560 Mikrosiemens drin, also ist noch ausreichend für 1-2 Tage, denke ich mal. Von daher werden wir sie heute noch nicht, das Wasser noch nicht wechseln und wieder aufdüngen, sondern erst in 2-3 Tagen dementsprechend dann. Aber nur mal ganz kurz nochmal gezeigt, dass das also, ja, ist das nicht schick. Ist das nicht schick, meine Güte. So viele Blüten, so viele Früchte, so ein schönes, kräftiges Grün. Und das ist, oh, das ist so genial anzusehen. Also, mein lieber Mann, das ist so fantastisch. Ja, wir lassen sie jetzt so, wie sie ist, einfach noch 2-3 Tage. Wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, weil ich kann es ja nachmessen. Von daher lassen wir das jetzt erst noch so und in 2-3 Tagen werde ich es dann rausholen, das Ganze nochmal neu aufdüngen. Ja, dass diese vielen Blüten sich entwickeln und die Pflanze sich dementsprechend entwickelt, wird voraussichtlich dann auch dementsprechend an den Blütenprachtdünger liegen von Vuxal. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ansonsten wird sie ja nur kräftig wachsen und kaum Blüten ausbilden, aber die bildet unendlich viele, ständig immer wieder neue Blüten, wobei ich die also nicht mehr bestäube. Es ist natürlich so gegeben, ich nehme sie ja zwischendurch mal in die Hand oder so, oder guck mal, ne, was Sache ist und so. Und dementsprechend bestäubt sich das Ganze hier von ganz alleine. Nun ja, die sollte eigentlich nicht ganz so viele Früchte ausbilden, weil ich mir dachte, das ist eine kleine Pflanze, wenn jetzt zu viele Früchte ausbildet, nicht, dass sie dann irgendwie leidet. Aber nun ja, wir lassen es einfach so, wie sie ist und schauen, wie sich weiter entwickelt. So, ja, nur ganz kurz gezeigt, da warte ich jetzt noch 2-3 Tage mit und dann schauen wir mal, was es heute für Updates gibt. Es gibt so ein paar Klimbim, so ein paar Sachen funktionieren überhaupt nicht bei mir im Moment. Und auch das möchte ich euch natürlich zeigen. Woran das liegt, kann ich allerdings nicht sagen. Aber nun ja, ich zeige euch mal, was da so Sache ist und was wir vielleicht jedenfalls mal machen könnten. Nun ja, schauen wir mal, was es dann heute so zu sehen gibt. Die Seningia pusilla. Jetzt habe ich gerade ein bisschen erstaunt geguckt. Kannst du gleich sehen, warum. Sie werden jetzt langsam grün. Sie waren also richtig blass, stehen hier in Karnivorenerde. War wohl nicht so optimal. Sie werden jetzt gedüngt regelmäßig und daher sieht man jetzt auch schon, ja, besseres Grün, sag ich mal. Ja, was ich dann gezeigt habe, so sehe ich das Bild immer, nicht wahr? So sehe ich das. Und jetzt habe ich das dann gerade runtergenommen oder weggestellt, beziehungsweise hier hin. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Dort sind lauter kleine Kugelbäuche unten drunter. Ja, habe ich jetzt gerade erst gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ich denke mal, wir müssten sie mal umpflanzen langsam. Mich würde jetzt aber interessieren, wie sieht das denn insgesamt aus? Wo habe ich denn die Pinzette? Moment mal. Moment, Moment. Dann versuchen wir doch einfach mal jetzt einen hier vorsichtig herauszunehmen. Gucken, ob das so einfach klappt. Ja, das geht relativ gut, würde ich sagen. Ja, das sieht doch recht interessant aus. Also Wurzeln kann man jetzt nicht wirklich sehen hier. Ich drehe das mal so ein bisschen vorsichtig. Also, nö.
Wurzel kann man nicht wirklich erkennen. Ist übrigens das erste Mal, dass ich diese Pflanze habe. Von daher ist auch hier immer wieder spannend zu sehen, was sich hier überhaupt so entwickelt. Ich würde sagen, ich spüle den Kandidaten hier mal vorsichtig sauber. Vielleicht können wir dann doch ein bisschen mehr sehen. Wobei ich ganz vorsichtig sein muss, denn ich hatte schon mal gesehen, sobald man die ein bisschen anpackt, dann brechen die Blätter sofort ab. Also es wird nicht ganz so einfach sein. Aber ich werde es einfach mal versuchen und mal gucken, wie das Ding dann aussieht hier. Sieht schon ein bisschen lustig aus hier mit einem kleinen Knubbelbauch. Ja, man kann Wurzeln erkennen und zwar hier, hier und hier. Also die kommen eher seitlich heraus. Also doch auch das sehr interessant zu beobachten. Ist jetzt ein bisschen schwer zu handeln das Ganze. Ich drehe es nochmal vorsichtig, dann sieht man die Pflanze nochmal. Ja, das ist doch schon mal sehr interessant zu beobachten. Ob das jetzt optimal ist so mit dieser Kanivorenerde, kann ich im Moment noch nicht sagen. Auf alle Fälle sind sie gewachsen und haben einen kleinen dicken Bauch bekommen. Das ist schon mal sehr interessant zu sehen. Ich werde den jetzt mal in andere Erde einpflanzen, um mal zu gucken, wie er sich dann dementsprechend weiterentwickelt. Ja, ich wollte eigentlich nur vorhin überlegen, ob ich sie umpflanze oder nicht, weil sie nicht so richtig wachsen. Aber ich würde jetzt fast schon sagen, das sieht doch relativ, ja, cool aus. Da ich bis jetzt noch nicht weiß, welche Erde die Sinningia pusilla braucht, verfrachte ich sie jetzt mal hier ins Moor. Und zwar auf den höchsten Punkt hier. Ist zwar auch nass die Erde, wie wir sehen, aber dann halt doch nicht ganz so nass wie an einem tieferen Punkt. Und von daher versuchen wir einfach mal, die Pflanze hier zu etablieren. Mal gucken, ob uns das gelingt. Die ersten Tage werden wir sie wahrscheinlich das öftere Mal einsprühen müssen, damit die Wurzeln hier anwachsen können. Das heißt, so oft auch nicht, weil es ist ja eigentlich nass. Ich werde sie gleich einmal kurz richtig ansprühen und dann, denke ich mal, könnte es vielleicht funktionieren, wenn der pH-Wert für die Pflanze hier dann dementsprechend okay ist. Das weiß ich im Moment noch nicht und von daher probieren wir es einfach mal hier im Moor aus. Mal gucken, wie sich dann dementsprechend jetzt hier entwickelt. Vielleicht kann man es jetzt so besser erkennen. Ich werde sie jetzt einmal kurz einsprühen. Sie steht hier oben auf dem kleinen Berg. So, ich denke mal, das soll doch ausreichen. Ich denke mal, zu oft sollten wir es auch nicht machen. Ja, da sind wir hier dann dementsprechend im Moor angekommen. Ich müsste den Teich mal wieder auffüllen, sehe ich gerade. Ja, sehe ich nicht gerade, habe ich schon früher gesehen. Nun ja, das werden wir gleich auch gemeinsam machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, warum gucken wir denn nicht einfach mal nach, was hier so los ist? Hier sehen wir jetzt eine von den Zwerg-Sonnentaupflänzchen. Hier ist die Mutterpflanze irgendwo, wenn ich sie dann raufkriege. Da, da ist eine, das waren ja zwei gewesen. Da und die andere war hier vorne. Eigentlich. Leicht zugewachsen vom Moos. Aber das, die Ecke hier, die ist am interessantesten im Moment schon. Also hier entwickelt sich das Ganze relativ gut. Ist schön grün. Nun ja, wie die Zwergsonnentaupflanzen sich entwickeln, hier kann man sie auch sehen. Müssen wir weiter beobachten. Insgesamt haben wir ein kleines Problem und zwar ist das Nährstoffmangel hier im Moor. Hier in dem Bereich geht es hier, ich sag mal das Viertel, in dem Sinne hier. Dort wächst alles relativ gut. Hier nicht so gut, umso weiter hier rüber kommen, umso, ich sag's mal, ja, umso weniger Nährstoffe sind einfach da, weil der Wasserschlauch hier natürlich dementsprechend alles wegsaugt. Ich habe schon ein paar Mal nachgemessen, also ja, es ist nichts mehr drin, so gut wie gar nichts mehr an Mikronährstoffen, Mikrosiemens zu messen. Ich habe es ja schon 3 oder 4 Mal eingesprüht mit Vuxal Universal, wohlgemerkt nur eingesprüht die Oberfläche, um mal zu gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber bisher ist noch kein positiver Effekt in dem Sinne, außer der Wasserschlauch. Also der wächst hier schon aus dem Teich heraus und will jetzt auch diesen Teil des Moores erobern. Inwieweit ich ihm irgendwann mal Eingehalt biete oder bieten kann, geht wahrscheinlich gar nicht, weil, soweit ich gemerkt habe, wächst er auch unterirdisch und von daher kann man ihm gar nicht Einhalt gebieten. Das heißt, man muss ihn wachsen lassen, wenn man ihn hat, muss man halt dementsprechend dann so hinnehmen. Aber nun ja, dann können wir auch mal kurz sehen, wie das Moor sich hier weiterentwickelt. Ich muss jetzt wirklich mal überlegen, ob ich dann doch etwas mehr Nährstoffe hier mit hineinbringe, damit sich das Ganze noch etwas besser entwickelt. Aber ansonsten bin ich relativ zufrieden, insbesondere natürlich mit dem Wasserschlauch. Also der, ja, hat ja so ziemlich alles schon eingenommen in der ganzen Hälfte hier. Ja, dann gucken wir mal, wie die Sinningia sich dann dementsprechend hier auf dem Moor entwickelt.
Ob der pH-Wert dafür okay ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber nun ja, Versuch macht klug, wie wir wissen. Von daher lassen wir sie da mal stehen und mal gucken, wo ich die eine oder andere Syningia Pustula dann dementsprechend auch noch platziere. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir ein kleines Update von den Brutschuppen, die wir draufgesetzt hatten. Zum größten Teil gehen sie dahin. Das kann man vielleicht hier erkennen, hier in der Reihe. Dort sieht man noch so ein paar Reste von Pflänzchen. Auch hier, ja, man kann nicht wirklich mehr viel erkennen. Hier und da ist noch mal etwas, aber ja, sie befinden sich auf dem Wege des Rückzuges in dem Sinne. Auch hier kann man vielleicht was erkennen. Dort. Ja, anfänglich sind sie gut gewachsen und irgendwann plötzlich wurden sie immer weniger. Die einzigen, die jetzt noch richtig existieren, das sind diese hier. Den geht es noch relativ gut, würde ich sagen. Ich meine, hier wächst sogar Moos, obwohl ich sie gar nicht hineingebracht habe, nicht wahr? Es wächst tatsächlich von ganz alleine. Aber dass diese Brutschuppen jetzt so reagieren, ja, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Hier sieht man es auch nochmal. Vielleicht ist es einfach zu warm gewesen hier drin, wäre vielleicht denkbar, aber ich bin mir nicht sicher. Es war das erste Mal, dass wir das gemacht haben mit den Brutschuppen. Von daher, ja, das scheint nicht so gut zu funktionieren, kann auch tatsächlich an dem Kasten selber vielleicht liegen hier, weil das Ganze, ja, steht ja im Prinzip in der Matsche im Anstauverfahren. Vielleicht wäre es dann doch besser gewesen, sie in Töpfe zu setzen und die Töpfe dann in Anstauverfahren wäre vielleicht besser gewesen. Nun ja, es scheint nicht zu funktionieren. Also nehmen wir das auch erstmal so mit. Naja, dann haben wir hier halt bald einen riesengroßen Moosteppich. Auch bei mir kann einfach nicht alles klappen. Wie das jetzt mit diesen Brutschuppen, Zwergsonnentaupflänzchen weitergeht, ja, müssen wir beobachten oder auch nicht, je nachdem, was sich da überhaupt noch tut. Und auch bei der Syningia Pustula bin ich mal gespannt, ob die sich auf dem Moor vielleicht tatsächlich etablieren kann. Das wäre natürlich wunderschön. Die brauchen natürlich schon eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber ich denke mal, am Moor sollte das eigentlich auch gegeben sein. Von daher, nun ja, vielleicht ist es tatsächlich möglich. Und pH-Wert, welchen die brauchen, konnte ich jetzt nicht ermitteln irgendwie. Es ist nicht einfach, um alles rauszubekommen. Nun ja, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass es dann halt vielleicht doch so weit funktionieren kann, wie wir es dann jetzt dementsprechend angegangen sind. Müssen wir einfach weiter beobachten. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, mit dieser Syningia Pustula, ob die tatsächlich jetzt lieber pH plus, also 7, 8 möchte, oder lieber pH minus, also 6 oder 5 oder wie auch immer. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten müssen wir einfach weiter experimentieren, um zu sehen, was geht oder eben dementsprechend halt auch nicht geht. Aber nun ja, immerhin sind sie gewachsen. Wir haben sie aus einem Samen herangezogen und sehen richtig knuffig aus. Und ich bin mal gespannt, ob sie dann vielleicht auch bald mal blühen werden und wie sie dann dementsprechend aussehen. Ja, meine Lieben, reicht für heute. Ich muss sie unbedingt nochmal hinlegen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, heute freuen wir schon viel Spaß beim Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, ganz kurz nochmal die Kresse gezeigt. Jetzt hier im Salzwasser steht. Die sieht so schick aus. Ja, und dann müssen wir sie jetzt abschneiden und aufmampfen. Aber ich möchte sie gerne noch wachsen lassen, ein bisschen zumindest, um zu gucken, wie sie sich weiter entwickeln. Tja. So, bis denn. Ich hau mich aufs Ohr. Ciao, ciao. Weißt Bescheid?